Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat einen starken Handelstag hinter sich. Der DAX legte bereits einen guten Start hin und baute im Anschluss seine Gewinne schnell aus. Am Ende ging er mit 14.185 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von fast 1,6% bzw. 221 Zählern. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Krämer. Ja, der DAX hat einen starken Handelstag hinter sich. Geht es heute so positiv weiter, Johanna? Mit diesem Schwung wahrscheinlich nicht. Damit erstmal einen schönen guten Morgen hier aus Frankfurt. Aber wir erwarten den deutschen Leitindex weiterhin auf einem hohen Niveau mit leichten Aufschlägen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass er mit einem dünnen Plus von 0,1% in diesen Tag starten wird. Das heißt, komfortabel über der Marke von 14.000 Punkten. Aber die Experten mahnen natürlich auch weiterhin zur Vorsicht, auch wenn dieser jüngste große Ausverkauf zunächst einmal gestoppt scheint. Wir haben aber nach wie vor noch die Belastungsfaktoren, die uns schon seit Wochen, eher gesagt mittlerweile seit Monaten begleiten, die hohe Inflation, die Zinsangst und natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Nichtsdestotrotz wagen sich die Anleger wieder ein bisschen aus der Deckung. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt. In Japan hat man gute Konjunkturdaten, die pushen den Nikkei etwas. Beim Shanghai Composite haben wir leichte Abschläge und das Gleiche sehen wir auch beim Hang Seng. Und an der Wall Street ging es gestern ebenfalls freundlich zu. Hier hat sich auch der Optimismus breit gemacht. Der Dow Jones hat sich mit einem Plus von 1,3% aus dem Handel verabschiedet. Zahlen gibt es heute nicht, zumindest nicht von DAX-Konzernen. Dafür gibt es die ein oder andere Hauptversammlung, unter anderem von Zalando, aber auch von SAP. Da schaut man dann natürlich auch ganz genau hin. Und wir erwarten natürlich heute auch, dass die Konjunkturdaten aus den USA weiterhin positiv bleiben. Dann könnte sich dieser Optimismus weiterhin fortsetzen. Und wir erwarten den DAX leicht im Plus. Das ist doch was. Vielen Dank, Johanna. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Markt.de, die ist heute Aixtron. Bei Aixtron laufen die Geschäfte aktuell sehr gut. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Das spiegelt sich auch im Kursverlauf wider. Die Aktie von Aixtron hat eine mehrmonatige Korrekturphase überwunden. Seit Februar sind die Bullen am Ruder. Aus technischer Sicht richtet sich die Aufmerksamkeit jetzt auf einen wichtigen Widerstand auf der Oberseite. Wo sich dieser Widerstand befindet, erfahren Sie wie gewohnt in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.